Aufbau einer Präsentation. Im Rahmen des mittleren Schulabschlusses bzw. der fünften Prüfungskomponente im Abitur sind die Schüler angehalten, eine Präsentationsprüfung abzulegen. Hierfür muss eine Präsentation erstellt werden, beziehungsweise besteht natürlich selbstverständlich die Möglichkeit, mit Flipcharts oder mit der Tafel, OH-Folien etc. zu arbeiten. Ich möchte hier in diesem Beispiel eine Präsentation vorstellen, die mit Hilfe von PowerPoint erstellt wurde. Diese Präsentation ist folgendermaßen aufgebaut. Im oberen Teil befindet sich der sogenannte Kopf. Hier ist auf jeder Folie zu sehen der Titel, in dem Fall qualitativer und quantitativer Nachweis von Nikotin in der Tomatenpflanze. Darunter befindet sich der Name der Schule und der Name des Prüflings. Auf der linken Seite befindet sich die sogenannte Agenda. Die Agenda stellt im gewissen Rahmen ein Inhaltsverzeichnis dar. Und im Hauptteil sieht man hier den Inhalt der einzelnen Folien. Bewegt man sich nun innerhalb der Präsentation vorwärts, erkennt man, dass der kleine lilane Pfeil von Folie zu Folie mitwandert und immer anzeigt, bei welchem Stichpunkt die Präsentation sich gerade befindet. Wie wird so etwas praktisch umgesetzt bzw. hergestellt? Ich beende dafür zunächst diese Präsentation und werde über Datei neu eine leere Präsentation erstellen. Alle Teile, die sich auf allen Folien wiederfinden, richte ich unter dem sogenannten Folienmaster ein. Dazu gehe ich zu dem Menüpunkt Ansicht, Folienmaster. Der Folienmaster beinhaltet verschiedene Layouts, die quasi voreingestellt sind. Die oberste Folie in diesem Layout-Schema ist die Hauptfolie. Auf dieser Folie werden alle Änderungen vorgenommen. Die anderen Folien sind entsprechend angepasst. Damit das Arbeiten leichter geht, lasse ich mir über Ansicht anzeigen, sowohl das Lineal, die Gitternetzlinien als auch die Führungslinien anzeigen. Im ersten Schritt möchte ich nun die Linien einfügen. Damit mir das leichter fällt, verschiebe ich zunächst einmal die Führungslinien. Für die obere Linie sollte die Führungslinie auf einen Wert von 6,8 positioniert werden. Zum Einfügen der Agenda ziehe ich eine zweite Linie. Hierzu verschiebe ich die Führungslinie auf einen Wert von 8,4. Nachdem die Führungslinien so positioniert sind, gehe ich auf Einfügen Linie und ziehe eine Linie auf der Führungslinie. Dieses führe ich sowohl bei der waagerechten als auch bei der senkrechten Linie durch. Bei der senkrechten Linie schließe ich die Höhe kurz über der Fußzeile ab. Im nächsten Schritt verändere ich die Größe der Textfelder, sowohl des Text-Master-Format-Feldes, welches ich verkleinere, als auch des Titelfeldformates.
auch hier bewege ich dieses Titel-Master-Format nach unten und reduziere die Größe. Nachdem dieses passiert ist, kann ich nun eine Grafik einfügen. Ich suche die entsprechende Grafik und klicke anschließend auf Einfügen. Die Grafik wird an die entsprechende Stelle positioniert, damit auch innerhalb der Grafik die Linien erkennbar sind, klicke ich die Grafik an und stelle sie in den Hintergrund. Sofern ich auf jeder Folie den Titel der Arbeit sehen möchte, füge ich jetzt ein zusätzliches Textfeld ein und schreibe den Titel der Arbeit. Bei diesem Hintergrund ist die Schrift schlecht erkennbar. Ich verändere zunächst einmal die Schriftfarbe auf weiß und anschließend die Schriftgröße auf 18 in dem Fall und Fett. Als Schriftart wähle ich Tahoma. Ich füge noch ein zweites Textfeld ein. Indem ich den Namen des Prüflings und die prüfende Schule eintrage. Auch hier wähle ich wieder als Schriftart Tahoma. Als Schriftgröße 10 und Schriftfarbe wiederum weiß. Ich fahre in der Bearbeitung der Agenda fort. Hier wird zunächst das Wort Agenda gewählt. In dem Fall nehme ich als Schriftart wieder Tahoma und die Schriftgröße 10 Fett. Mit den folgenden Textfeldern verfahre ich analog. Unterkapitel werden nicht fett eingefügt. Und dann entsprechend ausgerichtet. Hier rücke ich den Titel dann, den Untertitel, etwas ein. Mit den weiteren Unterkapiteln bzw. Titeln verfahre ich analog. Zur besseren Ausrichtung markiere ich beide in dem Fall, gehe auf Format und Ausrichtung linksbündig. So kann ich mein Inhaltsverzeichnis recht schnell erzeugen. Nach dieser Bearbeitung schließe ich die Masteransicht und sehe in den einzelnen Folien, dass der Titel der Arbeit bzw. der Schulname, Name des Prüflings auf jeder Folie schon vorhanden ist. Jetzt fehlt mir noch der kleine lilane Pfeil. Diesen kleinen lilanen Pfeil füge ich über ein neues Textfeld ein.
und verändere ihn in der Farbe entsprechend. Diesen Pfeil muss ich jetzt für die einzelnen Folien kopieren bzw. jedes Mal an der entsprechenden Stelle wieder einfügen. Damit sind wir mit der Erstellung einer Vorlage jetzt fertig. Ich speichere diese Vorlage jetzt ab und stelle sie zur Verfügung.